Herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu, naja, mehr oder weniger kein richtiger Let's Play. Oder mal gucken, was sich daraus entwickelt, aber erstmal ein angespielt hier bei Leitstellensimulator.de oder LSTSim.de. Der Leitstellensimulator. So. Eigentlich hatte ich auch mal ein Konto ausgelockt, bin ich da jetzt. Ist nicht so schlimm, man kann das auch so spielen. Also, der Leitstellensimulator soll einem die. Wie kann man das jetzt sagen? Soll einem vermitteln, dass man jetzt wirklich an der Leitstelle sitzt und genau das macht, was die Disponenten an der echten Leitstelle auch machen. Ja, so, wir sehen hier, wir können hier unsere neue Schicht auswählen und wir gehen mal nach Hamburg. Spielname nennen wir uns natürlich Pontus. Und uhrzeitmäßig würde ich sagen, wir beginnen unsere Schicht einfach morgens um 6. So, starten wir gleich mal hinein. So, haben wir eine kurze Ladezeit hier. Und dann müsste es jetzt auch eigentlich gleich schon weitergehen. Ich habe im Hintergrund gerade noch einen Download offen, aber das müsste sich jetzt auch gleich beruhigen. So. Geht doch. Also, wir haben hier im linken oberen Teil Hamburg als Karte. Sehen hier schon mal die ganzen Wachen. Hier haben wir einmal alle Fahrzeuge, die Hamburg jetzt zur Verfügung hat. Samt Helikopter. Hier werden wir unsere Aufträge sehen, wenn wir welche haben. Hier das. Und wir bekommen gerade einen Anruf rein. Und ich würde mal sagen, die nehmen wir entgegen. Feuerwehrdienst Hamburg, wo genau ist der Unfallort? Abel? Abel am Telefon. Ich rufe aus der Straße zum Hünengraben in Hamburg-Bahrenfeld an. Im Fernseher sah ich den Bericht und den Spendenaufruf. Ich hätte noch 4 Schlafsäcke und 10 Decken. Alles frisch gewaschen. Wohin sollen die Säcke Sachen gebracht werden? Also ich würde sagen, darum ist es kein richtiger Notruf. Können wir den Anruf weiterleiten? Ich würde sagen, wir leiten den hier weiter. Ah, jetzt haben wir doch ein Fahrzeug hingeschickt. Naja, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber können wir nicht wissen, weil es fürs nächste Mal. Feuerwehr und Rettungsdienst Hamburg, wo genau ist der Unfallort? Dr. Steiger ist hier. Der nette Herr Lieblich klagt über Atembeschwerden und Brustschmerzen. Können Sie einen Rettungswagen mit Sonderrechten schicken? Ich begleite den Transport auch. Ich melde mich aus Hamburg-Borgfelde, aus der Borgfelder Straße. So, wir sehen jetzt hier auf der Karte auch markiert, wo er ist. Und ich würde sagen, wir stellen mal einen neuen Einsatz. Dann kommt hier dieses Fenster. Einsatzstichwort, Notfall, Alarmtext, Atembeschwerden. Wir schicken einen RTW mit Sonderrechten, sehen wir hier, schlägt er uns vor. Hat er jetzt gemacht, aus Wache 22, das ist sogar die hier, also knapp in der Nähe. Und Einsatz erstellen und alarmieren. Jetzt sehen wir hier sogar, dass unser Kästchen aufgetaucht ist. So, wir schicken jemanden zu Ihnen. Klick. Ja, jetzt können wir auch gleich beobachten, wie hier der Rettungswagen losfällt. Und zwar ist das Rettungswagen A, der Wache 22. Und so lange warten wir auf den nächsten Anruf. Wir haben Schneefall bei minus 4 Grad. Das seht ihr hier. Das Wetter. Also ich glaube nicht, dass der Rettungshelikopter. Beide 6. Das heißt, sind beide jetzt nicht verfügbar in dem Moment. Aber haben auch erst Dienstzeiten ab um 7 Uhr. Sieht man hier jetzt. Dienstzeiten von Christoph 29,7 ist jetzt nur 39. Es ist ja auch noch nachts. Ja, das Spiel ist im Echtzeit, wenn man das so sagen kann. So, hier sehen wir jetzt, dass der RTW ausgerückt ist. Hat er uns jetzt gefunkt. S3 heißt, ist jetzt mit Sonderrichten auf dem Weg zum Einsatzort. Hat auch Echtzeit gebraucht, ungefähr bis sie ausrücken. Ich glaube, um die 2 Minuten, nicht mal eine, warte mal, 7:03 Uhr. Aber wir kommen schon den nächsten Anruf rein. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg, wo genau ist der Unfallort? Ja, Tag, mein Name ist Frau Küster. Ich bin Notfallmanager der Bahn und mir wurde soeben gemeldet, dass jemand zu nah an den Oberleitungen gekommen ist. Bitte schickt mal jemanden.
Ich kam aus dem Hauptbahnhof Eingang Hachmannplatz. So, klingt ja doch schon recht groß. Ich würde mal sagen, Notfall mit Notarzt, Stromunfall und die Polizei verständigen wir auch und die Feuerwehr auch mal. Weiß ja nicht, was mit Notsprechern da geschehen ist. So, wir bekommen gleich den nächsten Einsatz rein. Feuerwehrdienst Hamburg, wo genau ist der Unfallort? Wir sind gestern zu Bett gegangen, da war er schon so komisch. Wissens, sein Bier hat er gar nicht. Hä? Gar nicht. Hä? Das Gästchen war einfach nur ein bisschen verschoben, ich verstehe. So. Gar nicht ausgetrunken, das macht er sonst nie. Ich habe ihn noch gefragt, ob ihm ganz wohl ist, und er sagte von dem Druck im Magen, ob wir zum Arzt sollen. Nein, hat er gesagt. Und jetzt wacht er nicht mehr auf. Und ganz spitz ist er um die Nase. Da stimmt was nicht. Das macht er sonst nie. Frau Neuer aus der Altschlosser ist dran. So, ich würde mal sagen, wir stellen einen neuen Notfall mit einem Notarzt und Bewusstlosigkeit. Wir schicken sie da mal hin. So. Außerdem hat es gerade aufgeblinkt. Das heißt, dass hier der RTW 22 jetzt am Einsatzort angekommen ist mit dem Status 4. So, wir bekommen den nächsten Anruf. Richtig viel hier los. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Moin, ich habe Schmerzen in der Brust und bekomme die einfach nicht mehr weg. Ich heiße Frau Zoller, ich bin in Hamburg-Wedel in der Straße Einsiedeldeich. Einsiedeldeich, das ist ja mein Name. Schmerzen in der Brust, sagt sie. Könnte ein Herzinfarkt sein. Wir haben natürlich nicht so viele. Haben wir hier. Ich find's nicht. Ach, nee, Brustschmerzen, nicht traumatisch. Ja, das passt so. Kollege von Tisch 3 zum Einsatz, mit Einsatz für Rettungsdienst. Ja, bitte. Ich habe einen ausgelösten Feuermelder in Hamburg-Rotenbaum in der Hallerstraße. So, wir machen mal für ihn dann noch einen Einsatz. Und zwar einen Notfall mit einem RTW. Schreiben hier noch hilflose Person und klares Geschehen. Signal fährt und Feuerwehr ist bereits verständigt. So. Dann haben wir eine neue Ehrungschaft um die Ecke gerade freigeschaltet. So mal das im Sinn eigentlich heißt. Hier können wir auf Satellit umschalten. Irgendwas Satellitmäßiges. Ich glaube, jetzt lädt ein Satellitenbild. Jetzt dauert es aber zu lange. Wir gehen mal wieder zurück auf die Karte. Und wir haben einen neuen Einsatz. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Ein erneutes Mal hier, Zoller. Die Schmerzen gehen nicht weg. Kommen Sie jetzt bitte. Ich halte das für nicht in Ordnung. Herr Zoller, haben wir ihm nicht schon was vorbeigeschickt? Schmerzen. Zoller. Dr. Steiger. Anrufer in Leitung? Ja, als ob. Neuen Anruf. Wir legen auf, wir haben hier schon was vorbeigeschickt. So, 12a hat uns eine Sprecherforderung geschickt. Hier 12 Anton, Patient wurde im Schlaf verstorben. Für uns kein Eingreifen, beruhigen die Ehefrau, verstanden. Nicht sehr schade. Wow, ganz schön hart. Hier 22 Bertha Person, sicher Ex, hat 15. Wow. Hat 15.000 Volt abbekommen und ist 3 Meter vom Waggon gefallen. Hier hat wohl eine Gruppe Jugendliche eine Mutprobe gemacht. Wir haben hier drei Leute, die schwer traumatisiert sind.
Wir bräuchten einen Notfallseelsorger. Sicher, Ex, ob das jetzt hier mit Tod gemeint ist? Naja. Hier 22 NLF Anton, hier ist kein Verstanden, zurück zur Wache. So. Hier ist es was rot, das heißt, die brauchen noch was. Ach, die warten noch auf die Polizei. Haben wir die Polizei jetzt hier schon hinzugeführt? Ja, haben wir. So. Also, was hier immer rot markiert wird, heißt, dass hier noch irgendwas gebraucht wird oder unterwegs sei oder schon unterwegs ist, vorher schon losgeschickt wurde. Aber was eben noch angefordert wird zur weiteren Verstärkung von den vor Ort handelnden Kräften. So. Ja. Im Schlaf verstorben. Feuerwehr Rettungsdienst Hamburg, wo genau ist der Unfallort? Das war wohl ein Hosentaschenanruf. Und RTWA hat eine Sprecherforderung. Florian Hamburg. Und ausgelöste CO2-Löschanlage. Mehrere verletzte Mitarbeiter. Feuerwehr sucht. Verstanden. Feuerwehr und Rettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Guten Tag. Kiesewetter am Höre. Wer heißt schon Kiesewetter? Nee, okay, wenn einer von euch draußen Kiesewetter heißt, weiß nicht böse gemeint, nur es klingt ein bisschen merkwürdig. Ich arbeite in einer Jugendbetreuungseinrichtung vom Jugendamt. Eines unserer Mädchen hat sich mit einer Rasierklinge den linken Arm aufgeschnitten. Es blutet jetzt den Arm entlang. Es ist aber nicht so schlimm. Naja, nicht so schlimm würde ich mal nicht sagen. Kann auch die Pulsader getroffen sein. Wollte sich vielleicht umbringen. Wir schicken erstmal nur einen normalen Rettungswagen ohne NEF. Aber wo haben wir? So, und wir schicken 15, RTW 15G. Florian Hamburg, komm. Hier eine kleine Einsatz, Status 1. Okay. Verstanden, zurück zur Wache. So, am Hauptbahnhof zum Strom, am Hauptbahnhof Eingang Hachmannplatz sind jetzt noch die Polizeifahrzeuge unterwegs. Da ist einer schon da, der zweite ist jetzt unterwegs, dann müsste es auch in Ordnung sein. So, und RTW 13A hat auch noch eine Sprecherforderung. Florian Hamburg. Hier 13 Anton zur Lage. Ausgelöste Brandmeldeanlage durch ausgelöste CO2-Löschanlage aufgrund eines Brandes im Elektroraum. Mehrere Mitarbeiter verletzt. Es befinden sich fünf Patienten im Einsatzort. Nach der Sichtung melden wir uns noch einmal mit den noch benötigten Kräften. Verstanden. So, die waren jetzt wo? Hier. Fünf Patienten. Dann würde ich sagen, wir bearbeiten den Einsatz schon mal. Machen daraus mal, ne, mit mindestens 7 Patienten sind es ja nicht. Wir machen daraus. Wir lassen da einfach mal 7 RTW, 3 als ab. So, wir brauchen genau 5 RTWs. RTW, 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 RTW und RTW. So, und dann schicken wir die schon einmal los. Dauert eine Weile, bis sie da sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ne, das ist einer zu viel. Wir können RTW K Einsatz, neuer Einsatz, Status erfahren. Nicht alarmieren. 22K würde ich dann gerne wieder zurückschicken. 22K. So, 22K müsste jetzt auch wieder zurückgeschickt sein. Dann ist es jetzt auch noch ein bisschen ruhiger. Wir haben jetzt ja nur den einen Krankenwagen hier draußen. Wir haben minus 5 Grad. Es ist ein bisschen kälter geworden jetzt. Oh, Entschuldigung. So. Jetzt sind hier der Rettungswagen 13K,
22B und 13B und 11A sind jetzt unterwegs. Und 22K ist wieder auf der Wache mit S1. Und wir haben einen Anruf. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Raschel, Schritt, Schritt, Gesprächsfetzen, Fetzen. Raschel, Murmel, Schritt, Gelächter, Schritt, Gesprächsfetzen, Murmel, Klick. Naja, dann ist das wohl doch wieder ein Russendeutschland-Anruf gewesen. Kein Einsatz. In dem Falle. Und momentan können wir das ja noch einigermaßen meistern. Ja, das geht in dem Falle eben ewig so weiter. Also, wenn wir wollten, könnten wir morgen früh hier immer noch sitzen und das Ganze weitermachen. Also, es gibt da keine Begrenzung. Es wird in dem Falle nicht enden. So, dann wird es mal fast schon ein bisschen langweilig, weil es jetzt mal das gleiche ist. Wir warten noch mal ein bisschen ab, gucken, dass wir mal die ersten Einsätze dann hier auch vielleicht schon fertig haben. 10 Minuten. Nichts. 7 Minuten. 1 Minuten. Und nichts. So. Gespannt, wie sich das Ganze hier jetzt entwickelt. Wir haben halt hier den Großeinsatz, der ist hier. Mit den RTWs, die machen gerade eine Sichtung und die sind dann jetzt auch schon fast da. Ja, ganz schöne Menge Krankwagen, die man hier alles hat. Und auch HLF-Fahrzeuge, die wir auch rein theoretisch schicken könnten. Rein theoretisch, wie gesagt, jetzt kommen die ersten Rettungswagen schon am Zielort an. NEF macht eine Sichtung. Große Bergstraße Hamburg Altona. Da habe ich noch. Ah, okay, die beruhigen noch den. Die Versch Von der Ver vom Verstorbenen, die Frau. Und die haben jetzt gerufen. Was brauchen die jetzt? Ah, okay, die Rettungswagen kommen jetzt ja hier alle rein. Für die fünf Mitarbeiter. A macht noch eine Sichtung und dann wird der sicherlich auch ein paar Patienten übernehmen. Und dann hoffe ich mal, dass das so aufgeht und dass da jetzt nicht noch mehr Patienten plötzlich Hilfe brauchen oder dass wir doch ein NRF brauchen. Hamburg hier auch eine recht schöne Stadt. Vielleicht gefällt euch ja das Spiel hier. Ihr wollt es selbst mal spielen oder vielleicht wollt ihr auch mal einen Livestream davon haben, mal so 2 Stunden oder so. Müsst ihr das schreiben in die Kommentare. Es ist eben, wie gesagt, nur angespielt. Und wir nehmen uns den nächsten Anruf an. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Ich komme aus der Oswaldstraße in Hamburg-Horn. Mir ist es schwindig und es dreht sich alles. Ja, übel ist mir auch dabei. Noch kein Alkohol trinken, sonst ganz plötzlich Frau Klaus am Apparat. Übel, sagt sie. Und es dreht sich alles. Ich würde mal sagen, wo haben wir das? Es könnte ein Hitze-Kälte-Problem sein. Es könnte aber auch eine Blutzuckerentgleisung sein. Schwanger sind sie nicht, ne? Kann jetzt ja nicht antworten. Hilflose Person und klares Geschehen. Wir schicken die mal so los. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Hi, hier ist die Polizeistelle. Hanke am Telefon. Wir haben Hilfeschrei aus deiner Wohnung gemeldet bekommen. Streife kommt dazu. Die Adresse lautet Behove in Hamburg-Wittenhude. Jo, dann schicken wir doch glatt mal wen vorbei hier, dem netten Polizisten.
Wir machen das mal als Notfall und schicken ein RTW hin. So, NDF A13 hat eine Sprecherfahrung. Nehmen wir das mal hin dran. Florian. Hier 13 NDF Anton. Wir sind hier soweit fertig. Haus, das kommt zur Leichenschau frei. Verstanden. Zurück zur Wache. So, 13 A. Sprecherforderung. Ja. Florian, komm. Hier 13, Anton, die Sichtung ist abgeschlossen. Wir benötigen hier noch zwei Notärzte, ein RTW, ein KTW und die Polizei. Verstanden. Dann schicken wir Ihnen wohl nochmal zwei Notärzte hin. Das haben wir doch ein bisschen größer, die ganze Sache da. Wir brauchen noch einen Notarzt und noch einen Notarzt. Jetzt zwei Notärzte. Ich hoffe mal. NF, NF, ja. So. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Mein Name ist Frau Dietz. Wir sind gestern zu Bett gegangen. Da war er schon so komisch. Wissen Sie, sein Bier hat er gar nicht ausgetrunken. Er macht sonst. Was? Fragt, ob ganz wohl ist. Und er sagte von dem Druck im Magen, ob wir zum Arzt sollen. Nein, hat er gesagt. Und jetzt wacht er nicht mehr auf. Und ganz spitz ist er um die Nase. Da stimmt was nicht, das macht er sonst nie. Ich befinde mich in Hamburg. Lüborge. Ey, das ist genau der gleiche Einsatz wie eben. Genau der gleiche. Sterben die heute, ich hoffe, die Ratten oder was? Boah, das ist dann wohl schon zu spät, ja. Ich bin gespannt, ob wir einen anderen Ausgang haben. Ich würde mal sagen, wir machen diesmal, aber damit sie alle besser darauf vorbereitet sind. Wo ist es? Wo ist es? Kreislaufstillstand. Jetzt haben wir die aber als KTW geschickt. Signalfahrt machen wir noch rein. So geht das doch. Jetzt haben die noch keine Fahrzeuge zugewiesen. Einen RTW und einen Notarzt. Jetzt aber. So, RTWA ist 7, Status 7, 33a. Wenn jetzt hier die Person wieder verstirbt, dann sieht man schon, obwohl das Spektrum ja eigentlich ganz groß ist, ich hatte das noch nie, dass man nach so kurzer Zeit, ich habe das mal eine Zeit lang aktiv gezockt, kann man das so sagen, ja, weil ich eine echte Ausbildung in dem Sinne dort gemacht habe, und man viel Stress dadurch gelernt hat. Und aber dass sich das so schnell wiederholte, hatte ich eigentlich noch nie. So, Feuerwehrrettungsdienst Hamburg, wo genau ist der Unfallort? Hallo? Hallo. Meine Frau erbricht nun schon seit 45 Minuten und bringt nur noch Schaum hervor. Außerdem brabbelt sie noch unverständlich vor sich hin. Ja, ansprechbar ist sie noch. Ich bin Herr Reimann aus der Hamburg-Neustadt aus der Straße Valentinskap. Nach 45 Minuten kommt der mal zur Meinung, einen Rettungsdienst zu holen. Nach 45 Minuten. Nach 45 Minuten. Das kann doch nicht sein. Er hätte jetzt schon tot sein können. Das ist ja einfach mal wieder typisch. So, die NEF sind unterwegs. Und hier ist jetzt auch der RTW unterwegs, der jetzt hier auch gleich vor Ort ist. Bei der wahrscheinlich schon wieder verstorbenen. Wahrscheinlich wieder verstorbene Patienten. So rum. So. Ja, riesengroßes Geblinker hier. Alle Fahrzeuge sehen gleich aus, aber das ist nicht so. Ja, natürlich ist es jetzt, was ihr jetzt hier so seht, ist es so. Die größten Teile der Rettungswagen in Hamburg sieht auch gleich aus, genauso wie die sieht die NEF, die VW-Transporter so und die RTWs, die Mercedes-Transporter genauso. Aber jetzt, ihr seht, jetzt ist hier zum Beispiel der Rote Kreuz HH2751 aufgetaucht. Das ist der. Das Weiß ist auch in Hamburg stationiert. Von der Deutschen Roten Kreuz eben. Das sind eben nur die von der Stadt Hamburg. Dann haben wir hier auch irgendwo hier normalerweise noch ein ASB-Notarztwagen, der aber
Aus irgendeinem Grund nicht da ist. Mal gucken, was der Ma Sama. Ne, Sama war auch einer, glaube ich. Das ist HSP eigentlich. Naja, wer das sich nicht mal sehen oder wenn wir das demnächst mal spielen. So, 21 NEFA hat eine Sprechaufforderung falsch gedrückt. Florian Hamburg. Hier 21 NF Anton Patient ohne Notarztindikation an Kollegen übergeben. Status 1. Verstanden, zurück zur Wache. So, Sprecherforderung für den 26a. Florian Hamburg. Hier 26 Anton Patient wohl im Schlaf verstorben. Führen uns keinen Angriff. Beruhigen die Ehefrau. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein reiner Zufall war. Das ist genau so. Dass es leider genau so ausgeht. Feuerwehr-Rettungsdienst Hamburg. Wo genau ist der Unfallort? Ich bin in Hamburg-Wilhelmsburg im Schiemhofer Weg. Mein Mann hat sich gerade beim Essen verschluckt. Um Himmels Willen, bitte nicht, Maximilian. Er ist schon ganz blau und kann nicht mehr antworten. Helfen Sie mir doch, ich heiße Frau Mock. Das sieht nicht ganz gut aus. Da müssen wir schnell handeln hier. Notfall mit Notarzt. Ach du Scheiße, was sagen wir denn da? Atem. Ich find's nicht. Ich find's nicht. Hallo, hallo, helf mir doch, helf mir doch. Hier, Atembeschwerden 06. Okay. Wir sind unterwegs. Und 26 hat noch einen Anruf, eine Sprecherforderung. Hier 26 Anton, für uns keine Einsatzindikation. Er stand zurück zur Wache. So. Läuft doch schon soweit ganz gut hier. Und 23a und 13 NFA haben gleich eine Zweisprecherforderung. Florian Hamburg kommen. Hier 23 Anton, die Bewohner ist vor dem Fernseher eingeschlafen. Für uns eine Fehlfahrt. Warum kam der Hilfeschreie? Und der NF sagt garantiert das Gleiche. Florian Hamburg? Hier 13 NF Anton, Patienten an einer Stelle verstorben. Ach du Scheiße. Das ist. Einer von denen. Da waren wir leider aber nicht schnell genug. 22a Florian Hamburg kommen. Hier 22 NF Anton. Hier ist keine Notarztindikation. Wieder frei. Er stand zurück zur Wache. Oh. Da ist uns der erste Patient leider verstorben. Hätten wir gleich mal einen Großeinsatz gemacht und NDS mit denen geschickt, da wäre es vielleicht anders ausgegangen. Kann man jetzt sagen, im Hintergrund, weiß man nicht. Aber da war das Spiel an sich, was da ist, noch ziemlich lückenhaft, hätte man gleich gesagt, nicht nur eine ausgelöste BMA, sondern auch, sondern hätte man gleich gesagt, dass große Rauschwagen oder sowas sind und wie überhaupt mehrere verletzt sind, dann hätte man gleich mehr geschickt, wäre ein echter in dem Fall so. Und ja, uns sind jetzt hier in dieser Folge angespielt, leider ziemlich viel verstorben. Ich muss sagen, so viel sind mir leider, wie es auch immer klingt, in meinem Angen, wo ich selbst das ganze Spiel gespielt habe, nicht verstorben. Ihr seht jetzt hier, es fahren Haufen Krankenwagen jetzt zurück zu den Krankenhäusern und sowas. Und ja, es ist 6:27 Uhr und ich persönlich beende jetzt hiermit, damit das nicht zu langweilig wird, sonst guckt das ja auch nicht zu Ende. Das angespielt und je nachdem, wie die Aufrufe sind, wie die Likes sind, werde ich gucken, ob ich mal eine Folge mache oder vielleicht sogar einen Livestream daraus. So, und damit verabschiede ich mich mit dem Special hier von Leitstellen-Simulator angespielt. Bis dahin, ciao, ciao.